Ach, liebe Freunde, wir stehen jetzt hier, oder ich stehe jetzt hier das dritte Jahr, das ist unglaublich. Also auch hier haben wir schon gestanden, auch mit dem Thorsten Gräfenstein. Ich weiß nicht, wer von euch noch weiß, dass wir uns dann auch immer abgewechselt haben. Und der Thorsten Gräfenstein hatte Anfang dieser Woche seinen Gerichtsprozess, weil er auch hier gesprochen hat, ohne anzumelden. Und ihr wisst, ich habe meine Strafe damals bezahlt, nicht zuletzt, weil ihr so solidarisch wart und mir das Geld geschenkt habe. Der Thorsten hat sich da nicht erweichen lassen, hat gesagt, ich prozessiere das durch. Und tatsächlich hat er mir Anfang der Woche geschrieben, es gibt noch Amtsrichter hier in Aschersleben am Amtsgericht, die Eier haben, und er wurde freigesprochen in jeder Hinsicht, zu jedem Anklagepunkt. Also der hat das komplett durchgeboxt, und da freue ich mich wahnsinnig für ihn. So, ich denke, da hinten wird auch gleich Ruhe sein. Ich würde alleine in Anlehnung der Tatsache, dass wir hier zuerst gestanden haben in der ganzen Corona-Pandemie und diesem ganzen Wahnsinn, als wir hier noch als Schwurbler und Idioten abgetan wurden, eine Sache habe ich heute auf dem Zettel, die muss ich auch vorlesen, sonst wird es wieder bei mir emotional, und ihr wisst, ich bin ein sehr sachlicher Redner. Es gab ein Symposium, das zweite Corona-Symposium im Deutschen Bundestag, in der letzten Woche am 11. und 12. November 23, und auf dem hat ein Professor Dr. Stefan Homburg gesprochen. Ich sage gleich was zur Person, wer das ist in Person, aber zuerst einmal möchte ich ihn zitieren in seiner Rede, und zwar der 5 Punkte dort verlesen, und die waren aus meiner Sicht sehr beeindruckend. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben dunkle Jahre hinter uns. Zunächst das Wichtigste in 5 Stichpunkten. Erstens, sank die Klinikbelegung in Deutschland bundesweit im Jahr 2020 auf ein historisches Allzeittief, sagt das Bundesgesundheitsministerium. Zweitens, gab es 2020 bis 2021 nicht mehr schwere Atemwegserkrankungen als sonst, sagt die Sentinel-Daten des RKI. Drittens, starben im Jahr 2020 altersstandardisiert nicht mehr Menschen als sonst auch. Erst seit 2021 nimmt die Übersterblichkeit zu, sagen die Daten des Statistischen Bundesamtes. Ja, sehr komisch, oder? Viertens, waren Menschen, die mit oder an Corona verstorben, im Mittel 83 Jahre alt. Und die übrigen Verstorbenen im Mittel 82 Jahre alt, sagt das RKI und Statistisches Bundesamt. Fünftens und letztens, schnitt das Masken- und Lockdown-freie Schweden besser ab als Deutschland, sagt die WHO. So, wer klärt das auf? Was machen die dort eigentlich? Was ist hier los? Warum haben wir nicht eine gnadenlose Aufklärung von diesen Geknechte, was man über uns oder über den Shitstorm, den man über uns ergossen hat? An den Maßnahmen lag das also nicht. Zusammenfassend, klinisch im Besitz auf echte Krankheiten und Todesfälle gab es nichts Besonderes. Es war alles normal. Das sind Fakten, und das ist das Wichtigste, das ist der wichtigste Punkt. Die Vorstellung einer Pandemie ergab sich abschließend aus neuartigen, ansatzlosen Massentests, derer Ergebnisse enorm schwankend und dem Publikum vorgegaukelt. Es gab mehr Kranke und Tote als sonst, was nicht stimmt. Mit einem PCR-Test auf Rhinoviren hätte man dieselbe Illusion erzeugen können, und das könnte man im Moment auch wieder tun, wenn man es wollte. Auszug Ende von diesem Herrn. Der Professor Homburg war von 1997 bis 21, 24 Jahre Direktor des Instituts für öffentliche Finanzen der Leibniz-Universität Hannover. Von 1999 bis 2007 bekleidete Professor Homburg das Amt des Dekans der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und war darüber hinaus von 2003 bis 2005 Mitglied des Senats der Leibniz-Universität Hannover. Also aus meiner Sicht eine durchaus beeindruckende Vita, wenn ihr mich fragt, und kein Laberkopf. Und dieser Mann hat gesprochen, aber ich habe, oder gehen wir davon aus, dass keiner von euch irgendwas davon in unseren tollen Medien erfahren hat, wie so oft. So, ihr lieben Schwurbler und Aluhutträger, Maskenverweigerer, Impfgegner etc., ihr seid rehabilitiert.
nach all dem, was wir heute wissen, was ich gerade eben vorgetragen habe, in Zitaten, wissen wir, sollten Sie uns künftig Propheten nennen und nicht Aluhüter. Danke, liebe Propheten. Ich soll euch noch ganz lieb von der Colette grüßen, die heute in Magdeburg ist und nicht bei uns sein kann. Und nächste Woche wird sie wieder bei uns sein. Ich habe noch eine abschließend ganz kurze Geschichte für mich aufgeschrieben. Und zwar geht es, das hat der Wolfgang gerade angesprochen, auch um diese wahnsinnige Verschwendung. Und ich habe hier eine Zahl, die ist so unglaublich, deswegen wollte ich sie euch zum Besten geben. Ich fange mal vorne an. Jeder Cent, den wir in den Geschäften mehr zahlen müssen, jeder Cent, den wir auf Sprit und Gas ausgeben, auf Strom mehr bezahlen müssen, hat uns diese Bande von Totalversagern in Berlin weggenommen. Dieses Totalversagen wird nicht zuletzt durch ein aktuelles Gerichtsurteil bestätigt. Diese Leute sind Betrüger. Sie belügen und betrügen ihr eigenes Volk, auf das sie einen Eid geschworen haben, Schaden von ihnen abzuwenden. Wäre unser Bundes-Olaf nicht Kanzler, wäre er längst von der Staatsanwaltschaft, würde gegen ihn ermittelt werden und er würde vielleicht sogar schon wegen Verschleierung in Untersuchungshaft sitzen. Stattdessen versuchen sie mit unseren erarbeiteten Steuergeldern die Weltbevölkerung und das Weltklima zu retten. Dieser Wahnsinn. Diese Wahnsinnigen schaffen es nicht, und jetzt achtet auf diese Zahl, mit 1.000 Milliarden Euro über die Runden zu kommen. Ich sage nochmal die Zahl. 1.000 Milliarden, nichts Millionen, Milliarden. 1.000 Milliarden Euro. Bleibt für, ist doch scheißegal, hört sich aber geil an. Bleibt für mich die Frage, ist unser Bundes-Olaf ein Finanzkrimineller oder einfach nur unfähig zu wirtschaften? Ich denke auch, es trifft beides zu. Also mein Aufruf heute in die Kamera, tretet zurück, räumt euren Tisch, macht euch, schert euch zum Teufel und am besten mit dem Flieger, den hier Wolfgang gerade organisiert hat. In diesem Sinne, wenn noch jemand etwas sagen möchte, darf er jetzt gerne hier runter ins Trockene kommen. Ansonsten sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche Montag. Danke, ihr Lieben.